Nicht Kopf steht der Trainer und Sportdirektor der Rapidler Ernst Dokupi. Im Gegenteil, es heißt natürlich heute kühlen Kopf bewahren. 8000 Fans erwarten ein heißes Match im Lehner Stadion. Bei Rapid fehlen Hatz, Sala und Zingler wegen Verletzungen. Oliver Freund ist von Beginn an mit dabei. Auf der anderen Seite sehenswert, wie elastisch die Rapid-Abwehr die Angriffe der Salzburger abfedert. Lässig. Barminger. Und ja, ein Verlegenheitsschuss von Burns. 2 Minuten lässt Schiedsrichter Messner nachspielen. Savicevic, Ivancic, Taument, Savicevic und das ist das 1:0 für Rapid, Sekunden vor dem Halbzeitpfiff. Dieses Tor hat sich bereits abgezeichnet. Noch einmal in der Wiederholung, die Maßflanke von Ivancic, Taument lässt abtropfen, Savicevic verwandelt. Für die Statistiker, es ist das 6. Tor von Eugenio in der laufenden Meisterschaft. 0:1, das ist auch der Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit kommt René Wagner für Roman Wallner. Die Salzburger Mannschaft bleibt unverändert. Mainor Suazo, das gibt Eckstoß für die Salzburger. Vielleicht kann man aus Standardsituationen zum Erfolg kommen. Suazo. Burns verfehlt. Frühstück. Und ich glaube, von Schöttl ist der Ball noch abgefälscht worden. Spektakuläre Einlage von Burns. Frühstück. Jawohl, Schöttl schmeißt sich dazwischen. Es bleibt beim 0:1. Dann 3 Wechsel, Aufhauser kommt für Burns, Wettel für Ivancic und Andreas Fading für Richard Kitzbichler. Savicevic. Nicht vom Ball zu trennen. Da gibt es sogar Szenenapplaus und das Bemerkenswerte daran auch von den Salzburger Fans. Wir sind in der 76. Minute. Beginn der Rapid-Viertelstunde. Savicevic auf Taument. Der legt auf für Lagonikakis und das ist das 2:0 in der 76. Spielminute. Torschütze Andreas Lagonikakis. Taument auf Lagonikakis. Und Schaffer kann auch das 2:0 nicht verhindern. Ja, jetzt müsste schon ein kleines Fußballwunder passieren im Lehner Stadion, dass die Salzburger wenigstens ein Pünktchen retten können. Daran glauben nicht einmal die eisernen Fans. Lässig auf Andreas Fading, aber kein Abnehmer für diese Flanke. Die Salzburger Gegenwehr erlahmt zunehmend. Die vereinzelten Angriffsaktionen haben mehr den Charakter von Verzweiflungstaten. Dann die 91. Spielminute. René Wagner. Sieht aus wie ein Sonntagsspaziergang. Savicevic. Wieder Wagner. Und das ist das 0:3. In der ersten Minute der Nachspielzeit. Torschütze René Wagner. Man kann es vorwegnehmen. Das Rapid-Trauma der Salzburger setzt sich fort.
Im 11. Meisterschaftsspiel gelingt wiederum kein Sieg gegen die Hütteldorfer. Die Salzburger verlieren das 3. Meisterschaftsspiel gegen Rapid in Serie mit 0:3. So grausam können nackte Zahlen sein. Die letzte Aktion in dieser Partie. Heiko Lessig, Ladislav Meyer. Pariert. Das war's. Schluss aus, vorbei. Die Schlappe der Salzburger ist besiegelt im Lehner Stadion. Rapid gewinnt die ersten 3 Punkte in dieser Frühjahrsrunde. Und beim nächsten Match werden die Transparente nicht mehr Kopf stehen. Und Freistoß für Lazio, Mihailovic.